Hallo liebe Leute, wir begrüßen euch zu einer epischen Retro-Folge. Wir spielen das weitestgehend unbekannte Spiel Phantasy Star Online 3. Das ist quasi das Phantasy Star Online-Spiel, allerdings als Kartenspiel und nicht als Rollenspiel, in dem ihr frei überall rumlauft. Und wir machen heute für euch eine freie Schlacht gegen zwei CPUs, indem wir uns zwei sehr schöne Decks auswählen. Und wir mussten uns erstmal eine Proberunde einspielen, weil wir alles vergessen hatten. Denn das Spiel ist, glaube ich, aus dem Jahr 2003 und wir haben es auch vor Ewigkeiten das letzte Mal gespielt und zeigen hier das erste Feature. Ihr könnt die Farbe auf dem Ladebildschirm verändern und ihr könnt Musik machen, man höre. Ja, das ist Beste keine, eigentlich. Keine Ahnung. Das Beste am Spiel schon mal gezeigt eigentlich. Ja. Mal. Danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, jetzt geht's hier lang. Warte, gab es das Spiel nicht schon für den Dreamcast? Teil 3, Episode 3 nicht. Episode 1 und also Episode 1 von Phantasy Star gab es für Dreamcast. Episode 2 kam auf dem GameCube hinzu quasi als extra Content. Und Episode 3 wurde extra für den GameCube sogar, glaube ich, hergestellt. Krass, damals hat sich Sega noch Mühe gegeben mit dem Spiel. Ja, und vor allem ist es ein wirklich cooles Kartenspiel eigentlich. Wir machen jetzt mal eine freie Schlacht, würde ich sagen. Ja, gerne. Ja. Und nehmen, mal gucken, und, ob wir und das Beste eigentlich ist die Tatsache, dass hier nichts mit Sonic vorkommt. Ah, hier kann ich nochmal sehen, wo die Felder sind. Da können wir doch was Lustiges auswählen. Was nehmen wir denn? Ah, das mit Teleportern wohl? Oh, nehmen wir doch irgendwas, was schön eng ist, wo die Kreaturen wenigstens irgendwie auch zur Geltung kommen. Oh, das... Oh Gott, nein. Das irgendwas Großes. Was Großes? Ja, irgendwie. Oh, das ist auch mit Teleportern irgendwie. Moment. Das wäre eine Möglichkeit. Oder das hier. Nee, das ist langweilig. Nimm mal eins mit Struktur. Mit Struktur. Eine große mit Struktur. Eine große mit Struktur. Gott. Das hier war immer ganz nett. Ja, das dann nehmen wir das hier. Gut. Dann die Regeleinstellung. Da machen wir auch Charakter AP wieder voll, sonst vertragen die nichts. Ja. Sonst sind die so schnell. Wir wollen ja auch eine kleine Herausforderung haben. Ja, das ist das Problem. Man muss halt auch bedenken, dass die Gegner-KI jetzt nicht unbedingt die allerhellste ist. Ja, also die ist ja wirklich schlecht, außer im Story-Modus, da waren die echt fies. Da waren sie aber nicht fies, weil sie intelligent waren, da waren sie fies, weil sie fiese Fähigkeiten hatten. Ja, das nee, auch weil sie intelligenter waren. Also du wolltest Magic Nator, ne? Genau, mein Magic Nator. Wir mussten auch erstmal unsere Decks wieder angucken, weil wir hatten kreative Namen, aber keinen Plan mehr, was ich eigentlich dahinter Wir werden nur vor allem als Gegner erstmal Typen nehmen, die Monster spawnen, weil die machen einfach viel mehr Spaß. Ja, das stimmt. Es gibt auch Charaktere, also Gegnercharaktere, die mit Waffen ordentlich ausrüsten, aber das sieht einfach, ja, das ist langweilig. Naja, das stimmt. Und dann nehmen wir vielleicht noch Last Battle. Oh yeah. Okay. Oder nicht die Canadiens. Oh doch, die bringt wenigstens ein bisschen. Die hatte auch manchmal Zauberkarten benutzt, um mehr Angriff zu haben und so. Ja. Also die war noch tatsächlich, die ist zwar leicht zu besiegen, aber trotzdem hat es gegen die mal Spaß gemacht. Was ich persönlich an diesem Spiel einfach immer so ultra geil war, war eigentlich die Tatsache, dass es ein Spiel so hätte ein Yu-Gi-Oh! Spiel werden können. Hätte ein Magic the Gathering Spiel werden können. Ja. Aber keiner kam auf die Idee, ein Spiel zu produzieren, was sich so präsentiert. Ja, was einfach mal die Kreaturen in 3D einfach mal darstellen, genau. Und zwar vollständig. Und nicht nur, oh, der weiße Drache, den jeder kennt, den stelle ich vielleicht da, sondern wirklich mal alles. Ich meine, selbst bei Hearthstone, ich mag Hearthstone, ich finde es ein schönes Spiel, aber, oh, eine 1, bitte. Aber trotzdem, ich hätte mir manchmal einfach mehr darstellen gewünscht. Du hast wieder verkackt. Ich habe wir mussten in der Probeaufnahme, ja, aber mein Lampenfieber hat jetzt versaut, ja. Oh, G-Folie. Oh nein, ich habe meine Hand komplett ausgetauscht, das war nicht der Plan. Scheiße. Okay, ich habe jetzt schon mein Hauptmonster. Kann ich den einzeln auswählen nochmal? Gar nicht, du kannst so komplett austauschen. Oh. Sonde. Nee, ganz gut aus. Ich habe doch kein Monster, weil ich vorhin nicht so ein Monster. Also es ist vergleichbar eigentlich mit einem Mulligan bei Magic. Da kannst du glaube ich auch nur das komplette austauschen. Ja, stimmt. Ich tausche die komplett. Aber bei Magic ziehst du eine Handkarte weniger dann, wenn du das machst. Finde ich aber schade, weil bei Magic war es auch immer so. Also wir haben es ja, wenn wir so gespielt haben, haben wir meistens mal so gemischt, dass man direkt auf den Ländern direkt ja. Zieht. War halt die Billigregel, wenn man so will. Ja. Aber im echten Magic-Duell ist es ja sowieso, da läuft es ja so, dass du die ganzen Länder mit reinmischst und dann hast du Pech, dass du die ganze Zeit nichts, kein Land ziehst. Das ist total öde. Aber wir hatten auch schäbige Decks. Muss man ehrlicherweise sagen. Gut, du hast die 6 gewürfelt, die ich gern gehabt hätte.
Ja, aber ich habe kein Monster. Ich habe ein Monster, das du gern gehabt hättest. Das geht ja sehr gut los. Also das Spiel ist auch primär in Runden aufgeteilt. Mhm. Oder und diese Runden haben auch immer verschiedene Bereiche. Also so wie bei Yu-Gi-Oh! Ja. Man hat eine Dorfphase, hier ist die Phase, wo man alles setzt. Und dann hat man hier die Bewegungsphase. Ja. Dann hat man natürlich die Möglichkeit, man bewegt sein Monster. Mhm. Oder ich kann jetzt meinen Charakter bewegen. Und ich hatte, glaube ich, so ein... Um dich herum, ja. So um mich herum, deswegen könnte ich mich theoretisch... Zwei Felder bewegen, ja. Sonst triffst du nicht beide. Genau. Lilly ist ja meine. Ja, ich weiß. Ich sage nur. Aber ich hätte deinen Monster doch gerne vernichtet, aber deswegen bewege ich mich jetzt hier hin und kann jetzt mit, man kann das hier genau sehen. Ich habe jetzt verschiedene Angriffsbereiche, das sieht man unten in dieser Karte, man kann sie noch vergrößern. Ja. Und sieht oben in der Karte links zum Beispiel ein Feld, da sieht man, okay, er geht quasi um mich herum. Genau, das zeigt die Reichweite an, rechts oben, also ganz oben in der Mitte quasi, die gelben Punkte zeigen die Kosten an. Das sind jetzt die Kosten quasi beim Angriff und unten seht ihr, er kriegt also, sein Hauptcharakter hat schon Trefferpunkte, also Magiepunkte. Mhm. Und die Karte macht jetzt halt 2 TP mehr und schlägt um ihn herum. Genau, TP sind Trefferpunkte, also quasi Schaden. Genau. Ja, so. Was ich auch immer schön fand, ist, die Karten, die Bilder der Karten sind irgendwie schön gemacht. Ja. Teilweise, also hier, man sieht auch klar diesen Anime-Style, diesen so typisch japanischen Stil. Ich weiß gar nicht, ob dieses Spiel auch als Manga oder sowas auskam. Maybe. Nee, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Also ich könnte es mir zwar vorstellen irgendwie in Japan, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das Spiel ist wirklich immer nur als Spiel gewesen. Das einzige Problem ist, wenn man zu zweit gespielt hat, muss man sich immer so ein bisschen um die Kameraperspektive streiten. Machst du mir gerade Schaden? Ja, ich meine, ja, nee, mach ich nicht. Nein, überhaupt nicht. Du hast mir jetzt vier Leben abgezogen. Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. So. Oh. Und ja, jeder Charakter hat auch eine eigene Fähigkeit. Also ja. Meine Troller zum Beispiel heilt jedes meiner Monster pro Zug immer um 1. Sehr praktisch. Ich weiß gar nicht, was mein Typ für eine Fähigkeit hat. Deiner hat einfach bessere Statistik. Weiß ich gar nicht mehr. Du hast mehr Leben als er. Du hast, glaube ich, 5 mehr Leben als ich zum Beispiel von Anfang an. Das bringt nicht. Und mehr Angriff, weil ich habe gar keinen Angriff. Ich kann selbst gleich angreifen. Ich weiß nicht gar nicht, es gab auch einen Charakter, der irgendwie so besondere Fähigkeiten hat für Zauber. Mhm. Der so eine Affinität auf Zauber hat. Ja, das ist der Typ mit der Mütze gewesen. Das sind ja quasi auch die Charaktere, die bei Phantasy Star Online 1 und 2 ja dann mehr auf Technik und so ausgelegt waren. Also das wurde ja, man hat das Universum ja hier gut integriert, halt dann in einem Kartenspielformat. Und ich habe schon wieder viel zu wenig gewürfelt. Und ja, genauso viel. Also oh Gott, ja, aber ich brauche ja 6. Ich habe jetzt 5, jetzt 3, nächste Runde 1 wahrscheinlich. Hilfe! Nicht gut. So, gucken wir mal, bewege ich mich. Ich habe... So, ihr habt jedenfalls dann quasi diesen Pool von Aktionspunkten auf der Angriffsseite und mit dem müsst ihr halt alles machen. Karten setzen, bewegen, angreifen und auch Angriffskarten benutzen. Und die Death-Punkte sind quasi nur, wenn ihr angegriffen werdet. Dann könnt ihr quasi eure Verteidigungskarten benutzen für diese Punktzahl. Ich werde mal eine Runde komplett aussetzen. Ich greife an. Und werde dann einfach nächste Runde mal versuchen, meine ganzen Karten abzuschmeißen und mal gucken, was ich... Wo ich irgendwas Besseres kriege. Und ich versuche das gegnerische Monster jetzt zu paralysieren. Auch wie bei vielen Kartenspielen gibt es auch hier quasi Seltenheitswerte sozusagen. Ja, also es gibt die N-Karten, das sind die am häufigsten vorkommen. Also den kann sich, weil der Gegner hat in dem Fall Anti-Abnormalität. Ja. Das schützt ihn quasi vor Dingen wie Paralyse. Ja. Oder halt, wenn es sowas geben wird wie Feuer oder Brand oder was auch immer. Und ich habe jetzt zwar haufenweise schöne Karten, aber es bringt mir alles nichts, wenn ich keine. Nicht das Ziel, was ich brauche. Am besten schmeißt die ganzen Karten alle mal runter. Ja, ich werde jetzt mal einen kompletten Mulligan quasi machen. Das ist halt ohne Möglichkeit, das gibt es im echten Spiel nicht. Auch genauso hier, man erstellt zwar ein Deck, aber das Deck ist quasi unendlich. Ja. Diese Karten zieht man immer wieder. Immer wieder, immer so wieder. So wie bei einem typischen Skat-Kartenspiel oder so, wenn man alle Karten gezogen hat, wird dann einfach der Ableihgestapel umgedreht und weitergenommen. Ja, genau. Nur, dass halt quasi dass die Anzahl der Karten, wie sie drin sind, das Mischungsverhältnis bestimmt. Und quasi dadurch entsteht quasi die strategische Tiefe in dem Spiel. Genau. So, jetzt muss ich der Subchamp verteidigen, weil ihn sein Gegner angreifen möchte. Ich habe jetzt hier quasi 2 Verteilungskarten. Ich habe selber 2 Death-Punkte. Die sieht man in der Mitte unter Player 2 quasi. Hier meine Death-Punkte. Jetzt habe ich mal, weil ich kann Guard machen, verteidige mich mit 4 Verteidigungspunkten oder Wall. Der Unterschied zwischen den beiden Karten ist sogar auch noch gegeben.
die Guard-Karte kann ich nur für mich spielen, während ich die Karte War auch für meinen Verbündeten nehmen kann. Also auch für meine Monster oder meinen Hauptcharakter zum Beispiel. Genau. Da ich die Karte natürlich dann in dem Fall sogar aufheben würde, nehme ich dann Guard, weil Tasten fürs beide gleich. Ja. Und ich kann eh nicht beide jetzt spielen, falls ich nochmal angegriffen werde. Also nehme ich sie lieber später auf. Ja. Und unser Gegner hat in der Zwischenzeit eine Hilfskarte, die spielt nämlich Immortality. Das heißt, im Moment können die Kreaturen alle nicht sterben auf dem Feld. Genau, selbst wenn die bei 0 Lebenspunkte sind, leben sie einfach weiter. Yes, und ich Baby. Kann jetzt meinen Chaos-Haus aber und ich kann auch meinen Hauptmonster holen in die Belra, der Gigant. Und der Chaos-Haus aber, der mich fast alles kostet. Das ist super. Ich kann auch noch nicht angreifen, aber dafür hat sich trotzdem gelohnt. Einfach schon damit auf den Feld. Ich kann angreifen, ich kann mich hier hinstellen, aber dann müsste ich ihn wieder hier hinbewegen. Weil ich eigentlich nach vorne will. Das Problem ist, du kannst ja nur einen normalen Angriff machen. Für einen Tech-Angriff reicht es ja noch nicht. Ja, nee, dafür reicht es nicht. Deswegen, ich platziere ihn einfach direkt hier. Und werde mit dem einen Aktionspunkt, den ich dann noch habe, meinen Typen einfach einen Platz zurückziehen. Ja. Oh, da ist er, der Chaos-Haus. Gut, ja, nichts. Was ich mal super fand an diesem Spiel, war einfach dieser unglaublich motivierte Sprecher. Ja, der war halt wirklich super. Ja. Gut, keiner kann angreifen. Earthquake werde ich jetzt nicht spielen. Ich könnte jetzt allen Charakteren auf dem Feld 3 Schaden machen. Und zwar wirklich allen. Mache ich aber nicht. Ja, wir sind auch Unterstützungskarten für den Angriff. Die Karte, zum Beispiel Concentration. Wie der Titel sagt, mein nächster TP-Angriff wird quasi verdoppelt. Die nächste TP-Karte. Die ja, genau. Ja. Wenn ich quasi die Karte spiele, habe ich ja 2 TP, 4 TP. Ja, genau. Gut, Wall habe ich. Ich werde aber nur eine Karte davon brauchen, deswegen schmeiße ich eine runter. Dann habe ich die Möglichkeit, noch ein irgendwas zu ziehen. Ja, denn ihr könnt die Karten dann kombinieren, auch wenn ihr angreift. Ja, je nachdem, wie viele Aktionspunkte man gefüllt. Genau. Das ist halt das irgendwelches Problem bei den Spielen. Natürlich muss man, ist es eine Glückssache. Man muss halt die Sachen würfeln. Ja, das stimmt. Die einzige Sache, die man dem Spiel vielleicht vorwerfen könnte, ist, dass es ein bisschen träge ist von der Geschwindigkeit her. Ja. Die Sachen passieren halt relativ langsam. Manchmal auch ein bisschen widersinnig. So, ich verteidige mal. Und das ist das Einzige. Aber ansonsten habe ich dieses Spiel wirklich geliebt. Ich habe den Story-Modus bei Gut und Böse durchgespielt, obwohl er an manchen Stellen kackschwer ist. Ja, man mag das kaum glauben, weil die CPUs hier total stulle sind eigentlich. Aber im Story-Modus, da, oh, 2-1 gewürfelt. Da sind die wirklich knackig. Ja, also, da sind die echt nicht zu unterschätzen. Ich guck mal kurz, wie sieht's aus. Ich hatte... Kann man die Karte nochmal sehen? Du hast die Bart dann. Ich weiß nicht, ob du die nochmal sehen kannst. Da muss man sich halt vorher die Gedanken machen. Ach, kann ich sehen? Nee. Nee, du kannst nur sehen, was schon gespielt wurde. Ja, es sind halt so keine Probleme, so halt Komfortfunktionen, die das Spiel eben nicht bot, aber für damalige Zeit, damals war halt Komfort noch eher relativ. Ja, ist halt Gamecube, ne? Genau. So, Bart, genau. Super, ich kann. Ich kann auch angreifen und ich habe jetzt meine Reichweite. Ich kann jetzt natürlich nicht voll auskosten, weil es ist halt nur einer gerade in der Reichweite, aber später. Ja, jetzt habe ich die Möglichkeit, ich könnte Concentration machen, würde mir überhaupt nichts bringen, weil 2 Mana dann verbrauche ich und dann hat sie es. Das würde mir nichts bringen. Deswegen mache ich Chibata. Wenn ich jetzt auf meinen Chaos-Haus übergehe, der quasi die Fixierung fehlt. Chaos-Haus war, sehe ich, er hat ein Feld, das geht 1 nach vorne und 3 zur Seite. Genau. Oder besser 2 nach vorne und dann 1 nach links, 1 nach rechts. Ja. Ich würde nur den Bulk-Flow treffen, den Typen da oben. Mhm. Wenn ich aber mit mir selber jetzt angreife, das geht nämlich auch. Ja. Mit meinem Charakter selber kann ich auch angreifen, würde ich alle beide treffen. Und du kannst beide einfrieren, weil das ja genau. Die spezielle Eisfähigkeit ist. Genau. Das kann man auch nochmal hier sehen. Die Karten haben auch mal extra Fähigkeiten. Ist dann wieder eine Glückssache, oder? Ja, natürlich. Genau. Man muss das halt wieder erwürfeln. Ja. Aber gut, das ist dann halt Glückssache, wie gesagt. Deswegen geht die Action. Wir werden auch das Ganze ein bisschen. Wir werden die nicht direkt auf die Gegner losstürzen und sie töten, sondern noch ein bisschen uns. Weil ihr seht jetzt stirbt gleich. Ah, es stirbt ja nicht. Das können wir natürlich euch erst zeigen, wenn die Gegner auch tatsächlich sterben, dummerweise. Weil die Immortality ja auf dem Feld gerade ist. Ah, das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Lang. Dass die da noch drauf sind. Ah, ja. Stimmt, beide Monster überleben sogar. Ja gut, die haben aber auch 4 Lebenspunkte. Das stimmt. Aber das... Ich hätte auch wieder mit dem Chaos-Haus angegriffen. Aber irgendwann sind sie erfroren. Ja. Denn immer wenn man ein Monster vom Gegner tötet, gibt es nämlich 3 Erfahrungspunkte. Und in einem Team-Match braucht man... wie viel braucht man? Ich glaube, man braucht 24 Erfahrungspunkte.
und dann kriegt man sozusagen immer einen Würfelbonus, genau, wenn man würfelt. Und zwar um 1. Und wenn man noch ein Level aufsteigt, kriegt man halt immer plus 2 dann und so weiter. Ich glaube 5 war das höchste, wenn ich mich nicht irre. Oder 4. Also höher ging es dann einfach nicht mehr. Ich meine, wir haben es, glaube ich, nie so extrem weit geschafft. Doch, wir haben es ausgereift. Doch, ja. Absolut. Kann ich mich nicht mal so erinnern. Die geht sowieso drauf. So oder so. Egal, was wir machen. Ja. Gut. Hier, also, hier kann man sehen, die Verteilung wäre sinnlos. Obwohl, genau genommen geht sie nicht drauf, denn er tötet sie, sie bleibt am Leben durch die eigene Hilfskarte von dem und meine Trolle heilt ihn wieder. Also, sie bleibt trotzdem am Leben. Genau. Weil der Charakter selber hat ja auch Fähigkeiten. Ja. Jetzt muss ich mich verteidigen. Ja. Das Vieh hat nämlich die Fähigkeit Rundumschlag. Nee, es hat sie als Zauber draufgelegt. Ah, nee, stimmt. Ein anderes Vieh hat die Fähigkeit. Genau. Genau, das Vieh macht jetzt so 2 Schaden bei mir. So, wir sind bei jedem Monster. Was natürlich ärgerlich ist, aber ich block einfach bei ihm. Jo. Ich block einmal ihn hier. Ich habe gerade immer noch genug Mana für mein letztes Monster. Und ansonsten hätte ich sogar noch was einschmeißen können mit einem schwachen Trefferblock. Genau. Aber er hat all seine Verbündeten getroffen. Das stimmt. Dieser Depp. Ja, so zerstören die sich auch gerne selbst. Das ist witzig. Mhm. Aber natürlich, man muss ja auch sagen, das ist ja egal, weil die ja ihre eigenen Kreaturen am Leben halten die ganze Zeit. Ja. Insofern ist das alles wurscht. Genau. Ah, super. Ich hab 2-1. So, dann mache ich jetzt mal Fly und überspiele jetzt mal die Immortality. Das heißt, jetzt müssten ein paar Viecher draufgehen. Ja, hat man schon gehört. Ja, und da sind sie auch weg. Und wir haben jetzt natürlich dafür schon Erfahrungspunkte gegeben, wie man links sieht unter meinem Würfelfeld. Da steht Dice plus 0 und da ist so ein gelber Strich und das zeigt, wie viele Erfahrungspunkte wir schon haben. Und ein Viertel könnten wir sogar schon haben. So, Action, ich kann angreifen und das. Oder willst du, damit du mehr Angriffspunkte bekommst? Kann ich die Folie spielen? Ja, klar. Mit welchem Marker? Ich habe nur 2. Ach so, weil die Tech-Kosten vielleicht weniger sind bei deinen beiden Charakteren um 1. Ach ja. Das genau. Sind wahrscheinlich deren Spezialfähigkeiten. Gut, jetzt kann ich wieder beide angreifen, wenn mein Chaos-Haus war, die tötet mit der Punkte. Ja. Deswegen greife ich jetzt einfach mal an. So, und ich greife hinterher an, falls er sich verteidigt. Du musst noch A drücken, glaube ich. Ah nee, du wählst jetzt das Ziel aus, genau. Ach so, Zonde hat sucht dann nur einen, ja, genau. Ja, richtig. Dann wähle ich mich Rapul nehmen, dann treffe ich nicht beide. Ja. Und Rafolia trifft sogar ein Monster. Ja. Naja, es trifft sie ja nicht, aber. Ja, ich sehe mir das vor. Folie, ich habe zuerst angegriffen, weil ich dachte, du hättest schon gedrückt. Macht aber nichts. Ja, ich hatte auch schon gedrückt, aber ich hatte dann vergessen, dass Sonne ja einfach einen einzigen angreift. Ja, wie halt im richtigen Spiel. Also da haben sie auch genau die gleichen Sachen. Genau. So, und damit kriegst du jetzt ein TP mehr. Das heißt also, jeder seiner Tech-Angriffe macht jetzt zukünftig einen Schaden mehr. Genau. Sehr praktisch. Ah! Wieso drehst du? Hatte ich nicht 2 angesucht? Ach ja, er hat es schon getötet. Ja, den habe ich schon getötet. Okay, unser Gegner hat ja keine Spezialangriffe, also kann ich die ja wegschmeißen. Und die 2 behalte ich. Gut, jetzt kann ich mir, muss ich überlegen, Dark Art behalten, aber spielen kann ich nicht so ohne eh nichts, deswegen werfe ich Dark Art einmal weg. Ja. Dark Art verteidigt quasi jedes Monster vom Typ Darkness. Mhm. Oder Dunkelheit, oder wie immer, auch immer man es aussprechen mag. Weil ich spiele es jetzt komplett auf Englisch. Ja. Ah ja, also das ist ein Spiel, mit dem konnte man hunderte von Stunden verbringen. Oh, wir haben, hunderte Stunden damit verbracht. Also allein Fenix 1 und 2, wie viel wir damit verbracht haben. Oh Gott, haben. Ja. Ich kann nichts machen. Ich habe nur einen schwachen Trefferblock und das nützt nichts, weil der mehr als 3 Schaden macht. Also kriegst du den Schaden jetzt einfach. Autsch. Ja, jetzt hier ist natürlich doof, weil ich auch Würfelpech hatte. Das war halt bei dem Spiel mal so ein bisschen das Problem, Würfelpech halt. Ja. Das kann natürlich ordentlich wehtun. Ja, das stimmt. Gut, ich wünschte mir ja, dass wir, wenn wir dann Booster kriegen, also wir kriegen ja dann eine Packung jeweils nach dem Match, dass wir dann irgendwie noch eine SS-Karte rausziehen würden. Das fände ich so cool. So, du spielst es nochmal so nach 6 Jahren, dann kommt nochmal so eine super krass seltene Karte. Ja. Fände ich richtig Hammer. Wir brauchen unbedingt Dice-Bonus. Ja, den brauchen wir. Okay, ich sollte mich jetzt nicht bewegen wohl, oder? Obwohl, mal gucken. Oh komm, die steht da so gut, ich laufe jetzt hier rüber. Dann kann ich die und ihr Vieh angreifen. Aber dann mache ich nach dir dann. Ich greife das Vieh als erstes an. Ja. Vielleicht verpisst er sich dann mit Ja, dem. Vielleicht. Dann mache ich jetzt Sonde. Quasi einen Blitzangriff. Wie viel Leben hat das Vieh? Weißt du nicht? Achso. Das kann man ganz, ganz schwer oben sehen, wenn man bei dem Computer guckt. Das sind 4 Lebenspunkte. Sonde macht 2, er selber macht
7, 9, ja, das könnte reichen. Also ein Dark Block, höchstens wenn sie so einen Mech-Block, also so einen Mech-Block hat, dann. Guck, dann kann ich mich stattdessen mit ihm greife ich hier das Kennebein an. Und jetzt ich. Und, ja. Und ich selber kann meinen Charakter auch noch angreifen, ja. Und greife den Hauptcharakter an. Ja. So, Defense. Und er hat den Mech ja tatsächlich. Er hat diesen Block, der verteilt dann den kompletten Schaden. Ja, genau, das ist das gleiche, was bei mir Darkguard war. Genau. So, und ich mach dann halt den. Ich habe ja auch noch den Luftattentäter, das heißt, ich mach 50% mehr Schaden. Ja, man sieht 16 Schaden über die Keiner. Ja. Und überall mache ich noch meinen Schaden an der Tante. Und die kassiert erstmal 6. Donnerblitz! Tja!